Howdy meine Weihnachtsfreunde und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu diesem Video. Falls du neu hier bist, howdy, mein Name ist Cowgirl Sarah und ich mache auf diesem Kanal westernspezifische Videos, aber auch Deko-Videos zum Thema Herbst und Weihnachten. Falls dir das Video gefällt, dann lass mir einen dicken Daumen nach oben da, das würde mich mega freuen. Abonniere meinen Kanal, dann bist du immer up to date und verpasst keine Videos mehr von mir. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei meinem Weihnachtsdeko-Haul. Gestern war ich mit einer guten Freundin von mir in Erlangen shoppen und auch in Fürth und in Herzogenaurach waren wir auch noch. Also ich sag euch auch dann, wo ich die ganzen Sachen gekauft habe. Und ich habe auf jeden Fall ein bisschen was an Weihnachtsdeko mitgenommen, aber auch ein bisschen was an normaler Deko. Und das wollte ich euch jetzt heute eben zeigen. Ich hätte gesagt, wir fangen jetzt erst einmal mit den Sachen an von Action, die ich gekauft habe, weil da waren wir nämlich als allererstes. Und da habe ich aber nicht viel gekauft. Ich habe auch ehrlich gesagt bei Action nicht viel gefunden, weil ich weiß nicht, die Weihnachtsdeko, die sie da hatten, war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu kitschig und ich habe auch nicht unbedingt gewusst, was ich damit jetzt dekorieren könnte oder was ich damit anfangen könnte. Ich habe mir aufgeschrieben, was ich unbedingt brauche. Das waren auf jeden Fall Teelichter. Deswegen habe ich mir eben eine Packung hier von diesen Candle-Candles gekauft, die bis zu 8 Stunden brennen und das sind halt eben größere und ich habe letztes Mal aus Versehen eben dünnere gekauft und ich mag es nicht, wenn ich einmal am Abend die Kerzen anmache und die dann am nächsten Tag eigentlich schon komplett runtergebrannt sind, weil ich die eigentlich bis ich ins Bett gebrennen lasse. Da habe ich mir gedacht, kaufe ich mir welche, die ein bisschen länger brennen, die ich zweimal anmachen kann an zwei Abenden, die ich nicht gleich beim ersten Mal benutzen, wegschmeißen muss. Dann habe ich mir noch, weil ich ein totaler Vanille-Fan bin, ich liebe den Duft von Vanille, sei es auf Deos oder Parfüms oder eben Kerzen, habe ich mir diese Kerzen mitgenommen. Ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wie viel die gekostet haben, aber es war glaube ich nicht viel. Ich glaube 2,99 oder so und habe dann eben 3 Stück mitgenommen, weil ich eine Laterne habe und einen Kerzenständer und eine wollte ich dann eben noch als Ersatz haben. Deswegen habe ich mir die gekauft. Und diese Kerzen, Leute, die sind echt, also die riechen wirklich nach Vanille. Es gibt ja auch verschiedene Vanille-Parfüms zum Beispiel oder auch eben Kerzen in verschiedenen Vanille-Düften. Ich stehe halt auf, das ist richtige Vanille und es gibt halt auch viele, die irgendwie ein bisschen anders riechen und das schmeckt mir halt dann gar nicht. Und diese hier von Action, die riechen wirklich zu 1000% nach Vanille. Deswegen kaufe ich meine Vanille-Kerzen eigentlich überwiegend bei Action. TK Maxx hat auch ab und zu welche, die nach Vanille riechen, aber eben nicht gängig das ganze Jahr über wie der Action. Genau, das war es eigentlich auch schon, was ich bei Action gekauft habe. Waren wir bei Woolworth, da habe ich auch einmal diese Kerzen mitgenommen. Das sind eben Adventskerzen, die habe ich für 1,99 mitgenommen. Die waren relativ günstig, sage ich jetzt mal, für 4 Stück für 1,99 und die benutze ich dann für meinen selbstgebastelten Adventskranz. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, von TK Maxx war ich in Erlangen und auch in Fürth mega enttäuscht. In Erlangen gab es so gut wie gar keine Weihnachtsdeko bzw. Keine schöne Weihnachtsdeko. Ich fand das alles irgendwie so ein bisschen kitschig und auch wieder sehr viel in Weiß und Silber gehalten. Also irgendwie nicht so traditionelles oder halt irgendwie so ein bisschen neutral, irgendwie so mit Holz oder so. Das hätte ich gern gehabt, aber da gab es halt irgendwie gar nichts. Und in Fürth war es leider genauso. Da war aber auch schon recht viel ausverkauft von den Sachen, die ich euch letztes Mal in meinem letzten Video gezeigt habe. Aber ich habe ein Kissen gefunden, das hat mich sofort angesprochen und das habe ich mich sofort verliebt. Und das habe ich natürlich dann auch mitnehmen müssen, weil es das einzige ist. Und wenn man bei TK Maxx was sieht, dann muss man es wie gesagt gleich mitnehmen, weil dann sonst ist es vergriffen. Und das ist eben dieses Kissen hier. Das ist sowas von süß und das hat mich halt auch irgendwie so an das Thema Country Christmas erinnert. Eben wegen dieser roten Scheune und dem Pferd und dem Schlitten. Und ich fand es einfach super schön und deswegen habe ich das mitgenommen. Ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt halt hier aufs Bett lege zum Dekorieren oder dann eben ins Wohnzimmer auf die Couch. Das muss ich noch schauen. Das Kissen hat auf jeden Fall 16,99 € gekostet. Und hier ist sogar die Marke, von wo das her oder wo das hergestellt wurde. Also falls ihr Interesse habt, vielleicht guckt ihr mal im Internet. Vielleicht gibt es auch im Internet noch zu kaufen. Aber das ist auch das einzige Weihnachtsdeko-Element, was ich bei TK Maxx mitgenommen habe. Wir waren gestern in Erlangen und in Fürth, in beiden TK Maxx und ja, wie gesagt, ich war vor beiden enttäuscht.
Das Einzige, was echt cool war, waren eben die Kissen, die sie da hatten. Da hatten sie ein paar zur Auswahl und auch Decken, also auch so rotkarierte Decken, so typisch weihnachtlich. Das fand ich richtig cool. Da hatte ich auch eine Decke gesehen gehabt, die hätte ich gerne mitgenommen, war mir dann aber doch irgendwie zu geizig, weil ich habe eigentlich gefühlt 1000 Decken zu Hause und weiß schon gar nicht mehr, wohin damit. Und deswegen habe ich jetzt die nicht mitgenommen. Das nächste Mal, wenn ich reingehe, dann wird sie wahrscheinlich nicht mehr da sein, weil sie jemand anders mitgenommen hat. Aber das ist auch nicht schlimm. Dafür habe ich dieses Kissen mitgenommen. Das sieht hinten auch noch so aus. Also das kann man halt je nach Belieben einmal so hindrehen oder dann eben so hindrehen. Aber ich würde auf jeden Fall diese Vorderseite nach vorne gucken lassen, weil die einfach zuckersüß ist. Und dann habe ich für die Stella auch noch was mitgenommen. Und zwar diese süßen Näpfe, einmal fürs Wasser und einmal fürs Futter. Und es ist dieses Ray Dunn Design. Das gibt es ja auch ganz, ganz oft in Amerika. Da gibt es ja Teller davon, Tassen davon oder irgendwelche Deko-Elemente, wo halt eben dieser Schriftzug drauf ist. Und das fand ich vor ein paar Jahren richtig, richtig cool und habe das aber noch nie in Deutschland gesehen gehabt. Und jetzt haben sie es in TK Maxx ab und zu auch irgendwie auf Tassen oder so. Und jetzt habe ich das für die Stella gesehen und das habe ich dann natürlich sofort mitnehmen müssen, weil es einfach mega cool aussieht, mega süß und das ist halt einfach irgendwo ein Style. Und das hat 12,99 € gekostet. Und ich fand es einfach so süß, deswegen habe ich sie mitgenommen. Kannst ja auch nochmal rauszunehmen. Da steht eben Drink Up drauf und bei dem anderen steht Eat Up drauf. Und das ist halt eben aus Porzellan gemacht. Und es sieht halt ein bisschen hochwertiger aus, sieht hübsch aus und deswegen musste ich es halt unbedingt mitnehmen. Wir waren auch noch bei H&M in Erlangen und H&M hatte nicht nur Klamotten, manche H&Ms haben ja auch H&M Home. Das ist moderne Deko im modernen Stil und die hatten dann coole Kissenhüllen und ich wollte schon immer mal ein Schild haben, wo eben zum Beispiel Farm Christmas draufsteht und so Weihnachtsbäume drauf sind und ich habe das aber noch nie irgendwo gefunden zu kaufen. Jetzt hat der H&M aber das als Kissenhülle, schaut euch das an und das habe ich natürlich sofort mitnehmen müssen, weil es einfach mega cool aussieht. Das ist neutral, das ist halt so ein bisschen moderner Ranch-Stil oder moderner Farmhouse-Stil und deswegen habe ich das sofort mitnehmen müssen, da gab es keinen drumherum und das sieht mega cool aus und es hat 7,99 € gekostet. Ich meine, für eine Kissenhülle ist 7,99 € schon ein recht hoher Preis, aber für das, dass es halt es nirgendwo zu kaufen gibt, außer hier, meine ich, kann man sich das schon einmal leisten. Genau, und wie gesagt, das ist von H&M Home, falls es einen von euch interessiert. Die gibt es bestimmt auch online, also falls ihr kein H&M Home vor Ort habt, wo ihr reingehen könnt, dann schaut mal einfach auf denen ihre Internetseite, die werden es bestimmt auch online verkaufen. Und dann hatten sie auch noch eine zweite Kissenhülle, die auch total süß ist und auch eben total neutral. Und dieses Jahr stehe ich sowieso eher so auf das neutrale Weihnachten, also nicht mehr so viel Rot. Rot muss auf jeden Fall so ein bisschen dabei sein, aber nicht zu viel. Ich möchte halt eher mehr so diese neutralen Töne, wie zum Beispiel braun oder halt eben beige oder sowas haben. Und deswegen habe ich dann auch noch diese Kissenhülle mitgenommen. Die sagt natürlich alles aus Merry Christmas und mit einem Wreath außenrum, also einem Kranz. Und das fand ich auch wieder super schön. Diese Kissenhülle hat nur 4,99 € gekostet, also knappe 5 €. Auch wie gesagt, von H&M Home gibt es bestimmt auch wieder online. Also schaut einfach mal online nach, wie gesagt, falls ihr kein H&M Home daheim habt. Ja, wie gesagt, also ich finde, dass das halt eben durch das Neutrale nicht zu krass nach Weihnachten schreit, aber du weißt, dass es zu Weihnachten dazugehört oder dass es ein weihnachtliches Deko-Element ist, weil halt eben Merry Christmas draufsteht oder eben, was steht jetzt hier nochmal drauf, Winter Farm. Also du weißt auf jeden Fall, dass das Weihnachtsdeko ist. Und dieses Jahr bin ich, wie gesagt, eher auf dem neutralen Trip. Und als allerletztes waren wir noch beim Depot. Ich muss ehrlich sagen, bei Depot finde ich eigentlich sehr selten was und ich gehe auch sehr ungern rein, weil Depot halt eben ein Dekoladen ist, der relativ teuer ist. Aber da ich bei TK Maxx noch bei Woolworth oder bei Action irgendeine Vase gefunden habe, die mir gut gefallen hat, weil ich nämlich Corylus Avellana Äste mitgenommen habe, also Korkenzieher Haseläste, und die wollte ich eben dekorieren.
und habe mir gedacht, so an die Wand oder an die Decke hängen finde ich jetzt irgendwie blöd. Ich wollte halt irgendwas haben, wo ich sage, okay, das kann ich wieder auswechseln, dann muss ich nicht irgendwelche Löcher bohren. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich könnte die doch einfach in eine Vase stellen, in eine große, die schwer genug ist, die rustikal aussieht. Und dann kann ich diese Corydus avellana Äste halt je nach Belieben und zu jeder Jahreszeit dekorieren. Und deswegen habe ich mir bei Depot diese coole, dunkle Holzvase gekauft. Die war wirklich jetzt nicht billig. Also 30 Euro für so eine Holzvase ist echtes Zaster. Oder wobei, nee, 24,99, Entschuldigung, 25 Euro hat diese gekostet. Hier könnt ihr es nochmal sehen. Ist auf jeden Fall trotzdem ganz schönes Zaster für eine einfache Holzvase. Aber die passt halt zu meinem Ranch-Stil einfach dazu. Ich habe sonst nirgendwo eine andere gefunden. Und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt nimmst du einfach mit, weil am Ende bereust du es wieder. Und ich bin froh, dass ich sie mitgenommen habe. Ich habe auch die Äste schon reingetan, wie ihr es sehen könnt. Und ich werde diese für Weihnachten auf jeden Fall mit Lichter dekorieren. Ich werde auch ein paar kleine Christbaumkugeln hinhängen oder vielleicht auch ein bisschen was Rustikaleres. Und eigentlich hatte ich auch vor, das hier im Schlafzimmer aufzustellen und zu dekorieren. Aber leider ist unsere neue Kommode noch nicht da. Die müssen wir jetzt erst noch bestellen und dann stelle ich die hier eben links vom Bett hin. Und dann möchte ich halt, wie gesagt, eben diese Vase mit den Ästen dahin stellen und das eben zu Weihnachten dekorieren. Dann, was ich noch gekauft habe, das hat jetzt eigentlich nichts mehr mit Weihnachten zu tun. Ich wollte jetzt halt einfach eigentlich einen Korb haben, wo ich so ein bisschen Kleinkram reintun kann. Und den gab es natürlich auch bei Depot. Und genau nach so etwas habe ich gesucht und die hatten das da für 8,99. Hier kann man es nochmal sehen, für 8,99. Und irgendwie habe ich mir gedacht, bräuchte ich sowas fürs Bad, wo ich halt dann irgendwie so kleinen Krams einfach reintun kann, wo das dann verstaut ist. Jetzt habe ich mir aber gedacht, ich könnte es auch hier in unser Bett stellen, da wo dann jeder seine Brille reintun kann. Zum Beispiel bei André und ich, wir tragen ja beide eine Brille oder halt irgendwelche Taschentücher oder so oder was weiß ich. Oder zum Beispiel könnte man es auch auf den Couchtisch oder Esstisch tun. Man könnte hier zum Beispiel Servietten reintun und noch irgendwelche anderen Sachen oder halt eben Süßigkeiten auch für den Couchtisch. Also da kann man echt ganz viel draus machen. Jetzt muss ich ehrlich sagen, finde ich schade, dass ich nur eins mitgenommen habe. Ich hätte jetzt gern noch eins oder zwei sogar noch mehr, weil ich die Idee hier mit dem Schlafzimmer gut finde. Also ich werde es auf jeden Fall erstmal dahin stellen. Das mit dem Esstisch finde ich aber auch richtig cool, wo man dann halt eben Servietten oder jegliches reintun kann. Das ist halt wenigstens aufgeräumt. Und als allerletztes habe ich natürlich was gesehen, was wieder zu meinem Ranch-Stil passt, zu meinem Farmhouse-Stil. Und da konnte ich nicht drum rum und musste es natürlich auch mitnehmen. Und das war, oder das ist, dieser süße Pferdekopf. Ich habe es dem André gestern gezeigt, also der hat 8,99 gekostet, wie ihr es sehen könnt. Und ich finde ihn total süß, weil es halt eben so in brauner Farbe ist und so diese Muster hat. Der André hat gemeint, er findet, es sieht so ein bisschen römisch aus. Hat er auch recht, weil hier die römischen Pferde, die hatten ja früher auch immer so eine Mähne, die relativ kurz abgeschnitten wurde. Ich muss aber sagen, trotz allem finde ich es trotzdem, passt es so eben zu meinem Ranch- und Farmhouse-Stil, weil halt eben Pferde ein Teil davon sind. Und da das halt eben in brauner Farbe ist, finde ich, passt das auch relativ gut so zu meinem Einrichtungsstil und zu meinen Farbtönen, weil ich ja auch eher so dieser neutrale Typ bin mit relativ viel Braun und auch Grün. Und da dachte ich, passt dieses Bett trotzdem dazu. Das war es aber auch schon mit meinem Weihnachtsdeko-Haul bzw. meinem Shopping-Haul von gestern. Ich wollte euch auf jeden Fall die Sachen unbedingt zeigen, falls der ein oder andere von euch dabei ist und sagt, oh, das finde ich ganz cool, das hätte ich auch ganz gern. Falls euch jetzt hier mein Pullover aufgefallen ist, ja, das ist ein neuer, moderner Western-Pullover. Darüber werde ich ein neues Video drehen. Falls es dich interessiert, was das für ein Video wird, dann abonniere meinen Kanal, weil dann verpasst du das Video nicht mehr von mir. Und dann danke ich dir recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, stay wild and howdy!